So, hi ihr Lieben. Ich möchte etwas mit euch teilen, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, was eigentlich sehr selbstverständlich sein sollte, aber für mich irgendwie nicht so richtig selbstverständlich war. Und zwar habe ich in letzter Zeit meine Free Movement, Yoga, was auch immer, freien Bewegungen, freie Gymnastik sehr vernachlässigt, weil ich nicht so viel Zeit hatte, wie ich dafür gerne gehabt hätte. Also ich dachte mir immer so, ja gut, so für 20 Minuten, eine halbe Stunde brauchst du das jetzt irgendwie nicht anfangen, weil dann fühle ich mich so gestresst und das will ich nicht. Wenn, dann will ich total viel Zeit haben, damit ich das auch genießen kann und nicht denken muss so, oh scheiße, gleich muss ich wieder ins Bett. So, da hatte ich irgendwie keinen Bock, das so reinzuquetschen irgendwie in meinen Tag. Und hab dann durch einen super süßen Zufall in der Giftbox, was ein Projekt ist, wo jeder anonym etwas geben kann, also etwas schenken kann und jeder anonym da auch etwas wieder rausnehmen kann, was er gebrauchen kann. Genau, da habe ich etwas gefunden, was mich sehr motiviert dazu, mein Yoga in, oder wie auch immer man es nennen will, in meinen täglichen Alltag einzubauen und wenn es nur für ein paar Minuten sind. Und zwar war das schon in der Kiste, die so für die Müllartikel war, weil manchmal tun da Menschen auch Sachen rein, die halt nicht mehr sehr wertvoll sind für andere Menschen. Und deswegen muss man eigentlich bei jeder Giftbox immer so eine Müllecke da haben, damit man die Giftbox säubern und reinigen kann von Dingen, die da einfach nicht reingehören. Und in diesen Säuberungsdingen, weil ich hatte halt in dieser Giftbox aufgeräumt, ein bisschen Ordnung gemacht, in diesen kommt auf den Müll-Dingen, war halt diese süße Figur. Und ich habe gedacht so, oh mein Gott! Irgendwie hat das Ding Mama zu mir gesagt, ich habe ja ganz stark meinen Dekodrang abgelegt, also habe momentan überhaupt gar keinen großes Bedürfnis mehr, meine Wohnung zuzustellen mit allem möglichen Deko-Quatsch, wie ich das früher noch gemacht habe. Aber dachte so, oh geil, weil die motiviert mich wirklich dazu und bringt mir das jedes Mal, wenn ich sie angucke, nochmal näher. So, hey, du hast Bock auf Yoga und du bist gerade jemand, der echt extrem gerne diese freien, gymnastischen Übungen macht. Und jedes Mal, wenn ich diese Figur anschaue, kriege ich so Lust, das zu machen und denke mir so, ey, weißt du was? Und wenn du dich nur 5 Minuten hier auf deine Matte hockst und da was machst, dann bringt das einfach extrem Mehrwert in deinen Alltag. Und dazu möchte ich dich motivieren. Also wenn du auch jemand bist, der gerade sagt so, oh, scheiße, ich habe für die Dinge, die ich gerne mache, gerade echt so wenig Zeit und das fühlt sich dann alles so an, als würde ich das irgendwie reinquetschen und mit diesem Gefühl will ich da gar nicht so richtig anfangen, weil ich will, dass es was ist, was mich entspannt und was ich machen kann, ohne darauf zu achten, ob ich gleich wieder los muss oder was auch immer. Mach's trotzdem. Also das war zumindest bei mir so, dass mir das total den Mehrwert gebracht hat, es einfach trotzdem in meinen Tag einzubauen und dann einfach zu wissen, okay, auch wenn es nur 5 Minuten sind, sind es 5 Minuten, die mir halt super gut tun und wo ich, die mich wieder auftanken und wo ich den ganzen Tag irgendwie von zehren kann und dann ja, danach total happy bin, das gemacht zu haben. Ja, gönn dir das, gönn dir die Zeit für dich und steck deine persönlichen Bedürfnisse nicht zurück, nur weil dein Alltag das gerade nicht in der Art und Weise hergibt, wie du es gerne hättest. Also ich neige immer sehr dazu, zu sagen, okay, wenn ich das nicht so machen kann, wie ich das will, dann möchte ich es gar nicht. Und dank dieser kleinen Figur habe ich jetzt nochmal gecheckt, dass das nicht so sein muss und dass man da auch einiges draus ziehen kann, wenn man es nur für eine kurze Zeitspanne in seinen Tag einbaut. Jo, ich hoffe, das hat irgendjemandem was gebracht. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Alles Gute. Ciao.
Musik.